Hallo und herzlich willkommen bei Dynamic Food. Heute machen wir Bulgogi. Richtig? Ja, Bulgogi. Dafür brauchen wir gutes Rinderfleisch. Ich habe Ribeye genommen, das ist schön marmoriert. Man kann auch Rumpsteak nehmen oder was weiß ich. Kiwi, 150 Sojasauce, Wasser, Pfeffer und eine Zwiebel. Ja, ich fange mal direkt an. Ich schneide mal das Fleisch hier aus der Verpackung raus. Und schneide das in mundgerechte Stücke. Wie gesagt, das wird alles butterweich. Wir lassen das jetzt wie 8 Stunden heute stehen. Ja, hier ist unser Fleisch, etwa 400 Gramm. Jetzt nehme ich eine Kiwi. Ja, eine Kiwi ist echt ungewohnt. Hört man nicht oft, glaube ich, ne? Wir reiben die. Ah, ich dachte, ich nehme 2 Kiwis, aber ich glaube, eine reicht schon. Die ist groß gewesen. Das kriegen wir nicht mehr ab. So, einmal rüberreiben. Ja. Das rühren wir schon einmal. Ja, die Kiwi, die hat viel Säure drin. Und die macht das Fleisch jetzt richtig butterweich. Wir nehmen jetzt so eine, ja, ich sag mal so einen Esslöffel Sesam. Die Südkoreaner machen das eigentlich im Prinzip mit, wie heißt das? Sesamöl, dunklem Sesamöl. Aber ich finde, frische Sesamkörner sind halt auch eine richtig tolle Sache. 150 Sojasauce. Ich mache mal 1:1 mit Wasser. Jetzt nehmen wir unsere Zwiebel. Ich nehme eine Metzgerzwiebel. Wenn man keine Metzgerzwiebeln hat, dann nimmt man 2 kleine Zwiebeln. Das sollte dann auch reichen. Ich nehme jetzt so runter. Einmal in die Mitte. So, so machen wir die Zwiebel in etwa. Und jetzt auch einfach hier rein. Dann einmal noch Knoblauch. Ich nehme so 2 Zehe. Wir nehmen auch eine Reibe hier. Wir wollen keine Knoblauchstücke haben. Perfekt so. Einmal richtig durchrühren. So. Jetzt nehmen wir einen Esslöffel. Wir haben jetzt viel Soja dran. Wir wollen ja nicht, dass uns das nachher kaputt geht. Wir nehmen so 2 Esslöffel Zucker. Und 1 Esslöffel Pfeffer hier. Schwarz. Und fertig ist die Fleischwürzung. Wir lassen das jetzt so stehen bis heute Abend. Ja, es wird jetzt erstmal hier schön schmoren. Ich stelle das jetzt gleich in den Kühlschrank, damit das schön ruhen kann. Herzlich willkommen bei Dynamic Food. Heute bin ich in der Küche von meiner Schwester und heute machen wir ein südkoreanisches Gericht. Wir machen einmal einen Gurkensalat. Dafür brauchen wir Gurke, Knoblauch. Ich habe hier noch so ein bisschen Gewürze wie Sesam und Dieselöl und Reisessig. Ja, wir fangen als erstes mit unserem Reis an. Dafür nehmen wir hier so einen Kochtopf. Helles Öl. Fett rein. Muss schon ein bisschen schwimmen. Wir frittieren jetzt als erstes ein paar Reiskörner, so eine Handvoll. Hier habe ich so ein Glas, da nehmen wir ja, noch ein bisschen mehr. Den müssen wir jetzt als erstes durchbacken. Ja. So. In der Zeit schneide ich schon mal unsere Petersilie für den Reis. So, ich habe den restlichen Reis jetzt hier reingegeben. Irgendwie geht die Kamera nur wieder aus. Kannst du den Rest wieder halten? So. Oh, ich glaube, das ist ja glühend heiß. Nicht nochmal anfassen. Hätte ich dir vielleicht sagen sollen. Ja, wir hatten so viel Reis, also machen wir doppelt so viel Wasser rein. Also ein Glas voll ungefähr. Sollte das nicht jedem klar sein? Ja, aber wir machen den Reis ja anders. So, das ist schon perfekt.
So, jetzt nehmen wir diese Petersilie. Die kommt jetzt einfach hier rein. Und jetzt kommt der Deckel drauf. Und jetzt stellen wir den runter auf 1 Grad. Also von Stufe 3 auf die niedrigste Stufe. Ich habe hier so ein bisschen Sesamöl. Das mache ich jetzt hier in die Pfanne nur so ein bisschen, damit da nichts anpackt. Wir haben ja genug Flüssigkeit eigentlich in unserem Fleisch. Jetzt packe ich unser Rind da rein. Da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf, das endlich mal auszuprobieren. So. Das kommt jetzt einfach hier rein. Na, Reis ist schön geworden. Und ich finde, das sieht richtig lecker aus.